Manche spirituellen Lehrer und auch Physiker sagen, Zeit ist eine Illusion. Wenn Zeit eine Illusion ist, was ist Vergangenheit? Vergangenheit ist vielleicht das, was ungelöst geblieben ist. Ungelöst, nicht integriert. Das ist so ein bisschen wie der Müll, ne? So, ne? Man wirft die weg, denkt nicht drüber nach. Und irgendwann findet man es im Meer. So, was ist das denn? Ich kenne das nicht. Dann schaue ich genauer hin. Habe ich doch weggeworfen. Also Vergangenheit ist das, was in der Gegenwart präsent ist, weil es seinen Platz nicht bekommen hat. Deswegen bleibt was übrig. Und es ist ja nicht in der Vergangenheit, sondern es ist hier und jetzt. Und wartet im Grunde auf Integration. Ne? Wenn es dann seinen Platz hat, seinen Frieden, ist es vorbei.